Wir alle stellen uns die Frage, wie wohl die Stadt der Zukunft aussehen wird. Was muss man hierbei alles beachten? Nachhaltig sollte sie sein und am besten smart. Wir kommen aus Gelsenkirchen und haben uns die Frage gestellt, was macht unsere Stadt, um auch in Zukunft smart zu sein? Um diese Frage zu beantworten, fragen wir Mike Luhmann, Beauftragter für Digitalisierung in Gelsenkirchen. Was zeichnet Gelsenkirchen als vernetzte Stadt aus? Wir haben gedacht, was macht uns hier eigentlich vor Ort aus? Und sind dann eigentlich so ein bisschen systematisch vorgegangen, haben gesagt, naja, das, was wir hier tun, das, was eine Stadt tut, ist ja im Endeffekt, die Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen zu vernetzen, in völlig unterschiedlichen Konstellationen sie zu vernetzen, ihnen Dienstleistungen anzubieten. Wir wollen eigentlich bewirken, dass durch Digitalisierung diese Vernetzung, die auch schon in der quasi analogen Stadt vorhanden war, dass wir das weiter verbessern. Warum hat sich Gelsenkirchen als vernetzte Stadt auf den Weg gemacht? Gelsenkirchen ist ja eine Stadt, die durchaus mit Herausforderungen zu kämpfen hat, sich mit Herausforderungen auseinanderzusetzen hat. Ich glaube, wichtig ist, dass wir mit dem Thema Digitalisierung durchaus auch ja schon einen Zugang auch zu Zukunftsgestaltung unserer Stadt haben. Da kommt es einfach für uns drauf an, oder das war die damalige Überlegung, dass wir als Stadt Gelsenkirchen gerade bei so einem wichtigen Zukunftsthema wie Digitalisierung eben weit vorn mitspielen wollen. Was sind wichtige Handlungsfelder und was konnte bereits verwirklicht werden? Wir haben geschaut, dass wir eine Gruppe von Menschen, also eine Handvoll Menschen zusammenkriegen, diese Auseinandersetzung, diese Ideen, die wir dann aufgeschrieben haben, auch ein bisschen weiterentwickelt haben, haben dazu geführt, dass wir digitale Modellregion in Nordrhein-Westfalen geworden sind. Das fängt natürlich klassisch mit dem an, was uns tagtäglich umtreibt. Wie kriegen wir Dienstleistungen und Services der Stadt Gelsenkirchen eben auch digital umgesetzt? Wir haben als weiteres Handlungsfeld Energie und Umwelt. Dann gibt es die smarte und nachhaltige Mobilität. Was sind die nächsten Schritte? Wir sind dabei bei einer Bundesförderung, Modellprojekte Smart Cities. Da bekommen wir vom Bundesinnen- und Bauministerium auch 11,5 Millionen Euro. Spannende Zeiten, kann man sagen, sind vor uns. Ja. Wie sieht die vernetzte Stadt Gelsenkirchen in 10 Jahren aus? Das Beste wäre, man würde diese Arbeitseinheit so in der Form, wie wir sie heute haben, in 10 Jahren gar nicht mehr brauchen. Auch an unseren Schulen wird Digitalisierung großgeschrieben. Interaktive Smartboards für den Unterricht der Zukunft sind hier Standard in jedem Klassenraum, zusammen mit Computerräumen für alle Schülerinnen und Schüler. Klassisches Lernen mit Kreidetafel und Buch gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Doch was können wir auch in Zukunft verändern und verbessern? Vor allem die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Digitalisierung vor allem im Bereich der Gesundheit ist. Unsere Idee? Eine digitale Patientenakte inklusive Vordiagnose. So lässt sich durch gezielte Arztbesuche ganz einfach die Effizienz steigern. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Beratung durch künstliche Intelligenz anzubieten, statt auf die klassische Sprechstunde zu setzen. Auch im Bereich des Stadtverkehrs zeigt sich in Zeiten des Klimawandels, dass ein Umdenken erforderlich ist. Zum Beispiel könnte man hierbei eine Park-App verwenden, die einem schon im Vorhinein zeigt, wo sich verfügbare Parkplätze befinden. Statt lange durch die Stadt zu fahren, weiß man genau, wo man hinfahren sollte. Somit lassen sich unnötige Wege vermeiden, womit man ganz einfach zum Klimaschutz beitragen kann. Wir denken, dass wir so die Stadt der Zukunft gestalten können. Gemeinsam, wir in Europa, in der Smart City der Zukunft.